Ich komme heute mal zu euch zu einem Thema zum Landhaus Schulze. Ich habe mich gerade mit Florian Schulze zusammengesetzt und unterhalten und es ist mir ein inneres Bedürfnis, euch mal etwas zu erzählen, was ich total toll finde. Florian Schulze und seine gesamte Mannschaft, wie wir wahrscheinlich ja alle das kennen und wissen, sind natürlich auch durch Corona sehr, sagen wir doch mal, mit angespannt worden und eingespannt worden. Und sowohl die Mitarbeiter als auch selbst sind natürlich Herausforderungen gegenübergestanden, mit denen wir alle auch nicht gleich so wussten, wie wir damit umgehen sollten. Vieles ist zurückgestellt worden. Ein Reagieren von jetzt auf sofort war eigentlich ja die ganze Zeit vor uns, vor eben auch dem Landhaus Schulze. Und nun hat er mir erzählt, dass er einen Healthcare-Monat machen wird. Das hat mich interessiert und daraufhin haben wir zusammengesetzt und ich habe hinterfragt, was meinst du eigentlich damit? Tja, was meint er damit? Also ab dem 5. Oktober wird er erstmal sein Hotel als Hotel führen, aber es wird keine Gastronomie mehr à la carte geben. Die wird es dann Freitag, Sonnabend und Sonntag bis Mittag natürlich geben, aber darüber hinaus erstmal nicht. Nämlich zum Schutz, hat er schön formuliert, fand ich, seiner Mitarbeiter und sich selbst. Denn dadurch, dass so ganz vieles liegen geblieben ist bei ganz vielen Menschen, gibt er ihnen allen und sich selbst auch die Möglichkeit, einfach mal die ganzen Baustellen, die man so hat. Es gibt ja die körperlichen Baustellen sind, die man vielleicht lange nicht gemacht hat, aber vielleicht mal machen sollte, muss, damit man auch mit voller Kraft wieder dastehen kann, sich neu sortieren kann, weil viele Dinge sich ja auch verändert haben, einfach die Möglichkeit, das mal zu tun. Alle Achtung. Also damit ist Ruhe im Haus, damit ist erstmal Besinnlichkeit da auf all die Problematiken, die man vielleicht hat. Und dann wird es ab dem 11. November wieder mit voller Kraft vorausgehen, dann wenn die Zeit mit Gänsen und sonst irgendwas beginnt, dann allerdings über die 2G-Regelung, damit dann auch dementsprechend ordentlich gearbeitet werden kann, Gänse tranchiert werden können am Arbeitstisch und so. Also deswegen die 2G-Regelung. Also ich möchte es nochmal betonen, ich finde das toll und sage auch einfach mal Florian auf diesem Weg herzlichen Glückwunsch, dass du dich dazu entschlossen hast. Ich finde das ganz toll. Und für die Zeit kann man sich einfach mal ein bisschen zurückhalten, aufs Wochenende konzentrieren, sich anmelden, wenn ich was essen möchte und sagen, ich komme dann. Dann funktioniert das ja auch. Und danach geht wieder alles seinen normalen Gang. Toll, Florian. Musste ich jetzt irgendwie mal loswerden.